Ich hatte auf Twitter gefragt, ob ihr mir eure Tinder-Profile schicken könnt. Und das habt ihr gemacht. Ich lade mir mal eben den Ordner runter. Man muss dazu sagen, das ist natürlich ganz wichtig, dass es von mir sehr, sehr, sehr relevant ist, dass ich Tinder-Profile bewerte, weil ich extrem gut und extrem krass mich mit Dating auskenne. Ich bin ein unfassbarer Dating-Profi. Auch auf Tinder war ich äußerst aktiv, äußerst erfolgreich. Ja, die letzte Konversation war die, die ich mit Chat zusammen hatte, wo ich Chat gefragt habe, was ich antworten soll und dann nie wieder eine Antwort bekommen habe. Also es lief wirklich immer ausschließlich extrem gut bei mir auf Tinder. Das ist das erste Bild. Marvin 21. Schicke Hände, Hülle Marvin. Abi 2021. Hierhin versuche täglich die Welt irgendwie positiv zu beeinflussen, wird aber auch täglich schwerer. Instagram verlinkt. Okay, aber das sieht auch nicht nach Tinder aus, sieht nach einer anderen Plattform aus. Ich weiß nicht, was das für eine Plattform ist. Okay, dann hat er so ein bisschen, was er mag. Sein Sternzeichen drin. Bumble ist das. Coole Tattoos, cooler Style. Ich muss bisher sagen, ich finde die About Me ziemlich wack. Versuche täglich die Welt zu beeinflussen, irgendwie positiv zu beeinflussen. Klingt so nach, ich mache extrem viel. Und ich verbessere die Welt. Ich weiß nicht, ob es als Person sehr, sehr einfach ist, die Welt einfach besser zu verbessern. I'm not sure. Ich weiß es nicht. Da sind zwar hier noch so ein paar Sachen drin, aber ich finde, das Profil sagt sehr wenig über dich aus. Aber ich finde den Schmuck cool. Ich finde das Outfit auch sehr cool. Ah, whatever. Solange du nett und offen bist, alles gut. I promise I won't judge you if. Sympathisch. The world could be a better place with more Selbstreflexion. Wenn du darüber lachst, kommen wir gut klar. Mich. Schon mal eine gute Sache. Ich finde, es ist ein sympathisches Profil an sich. Ich finde, hier könnte ein bisschen mehr stehen. Aber ist sympathisch. Aber er sucht Kinder, aber jetzt gerade irgendwas casual. Weiß nicht, ob das viele Leute zurückschreckt, aber das ist das, was er sucht. Franz, 20. Hoffentlich bald Tierpfleger. Sieht aus, als wärst du E-Sportler, Franz. Chronisch fast tot, auf Papier bis 40% behindert, ausgebildeter Koch und mental irgendwo ask me anything? Bro, suchst du nach einer Krankenschwester oder nach einer Freundin? Weiß ich nicht, ob das die Bio ist, Franz. Das ist ein süßes Bild. Das ist auch sympathisch. Ich bin eine super Partybegleitung, weil, das ist gelogen, ich gehe nicht feiern. Franz, 2001, Lieblingsfarbe blau oder schwarz. Ich finde das sympathisch und süß, so einen Eintrag reinzumachen von so einem Tagebuch. Finde ich eine süße Idee. Finde ich ganz gut. Was ich nicht so mag, Tinder, Gold und meine Ex, weiß ich nicht, Bro. Es gibt mir den Vibe, wie als würdest du am ersten Date so ganz viel über deine Ex-Freundin reden. Weiß ich nicht. Schlecht über Ex reden, ein bisschen Red Flag. Primär, ich habe sehr viel auszusetzen in deinem Profil. Das tut mir sehr leid, Franz, aber ich habe sehr viel auszusetzen. Das Bild ist nicht das beste Bild als erstes Bild, glaube ich. Das ist cool, weil es zeigt, dass du so Gamer bist und zockst. Aber bist du E-Sportler oder warum hast du so ein professionelles Bild? Oder hast du ein Fotoshooting an deinem PC gemacht? Das wäre vielleicht so semi-cool. Aber das Bild süßer. Das Bild hier unten süßer. Das hier süßer. Das Bild kann rein, damit man sieht, dass du so zockst, aber weiß nicht. Ich will mit meinem Hobby Geld verdienen, finde ich süß. Vielleicht bist du E-Sportler, dann schreib doch rein, dass du E-Sportler bist. Das ist doch ein cooler Call. Und ich weiß nicht, ob das hier ein Witz ist mit, das ist gelogen, ich gehe nicht feiern. Vielleicht ist es ein Joke, vielleicht nicht. Wenn es ein Joke ist, dann verstehen es vielleicht viele nicht, so wie ich gerade. Wenn es kein Joke ist, denkt sich vielleicht eine potenzielle Freundin, vielleicht verbietet mir dieser Typ feiern zu gehen und hat nie Bock, mit feiern zu gehen. Weiß ich nicht. Franz, ich würde ein bisschen arbeiten an dem Profil. Es ist gleichzeitig ein gutes Profil, aber auch kein gutes Profil. Primär eher kein gutes Profil. Ich sehe sehr viel Dating-Potenzial, wenn du dein Profil überarbeitest. Paul erinnert mich extrem an jemanden, aber ich kann es nicht zuordnen. An wen erinnert mich Paul sehr stark? Ein gut aussehender Mann schon mal. Hier könnte etwas echt Kreatives stehen. Joa, hat gut geklappt. Besser, als nichts reinzuschreiben. Sarazar. Vielleicht ein bisschen Sarazar. Ich bin mir nicht sicher, es ist sehr viel, was in ihm drin ist. Das war nicht so gemeint. Egal, weiter geht's. Die mangelnde Kreativität wird aber durchs Kochen ersetzt. Mhm. Instagram verlinkt, ein bisschen Interessen. Finde ich gut. Ich finde das eine sehr solide Bio, muss ich sagen. Sagt über was über ihn. Gutes Bild. Noch ein Meme. Paper not invented yet, sister not invented yet. Caveman when deciding on something. Ja, ist ganz lustig. Bisschen overused Song, aber auch ganz guter Vibe. Noch ein bisschen sporty am Strand. Jeder, der einen Handstand kann oder sonst was, der muss das auch in seinem Profil zeigen. Das ist sehr wichtig. Doch, Paul, habe ich nichts dran auszusetzen. Solides Profil. Oh Gott, jetzt nicht. Oh Gott, wieso heißt er auf Tinder Mami? Ich weiß nicht, wie ich dazu stehe. Sei das Gift zu meinem Friedhof. Clash Royale Insider. Huh. Suche jemanden, mit dem ich den Dab-Emote auf CR spammen kann, wenn wir
im Duo-Kampf gewinnen. Clash Royale Invite Link. Bist du auf Tinder und suchst nach jemandem und dann machst du ein Clash Royale Placement? Eins von beidem. Okay, aber ganz ehrlich, wenn man Clash Royale zockt und sie sucht actually eine Person, mit der sie Clash Royale zocken kann, dann findet sie dafür vielleicht jemanden. Aber das wirkt für mich eher wie eine, sie sucht jemanden zu zocken, hier ist noch ein Bild, zum Zocken als actually jemanden zum Daten. Und man weiß nicht, wie du heißt. Und ich glaube, ich bin etwas verwirrt von dem, dass du dich Mommy nennst auf Tinder. Ich weiß nicht, ob das zieht. Bei mir wird es, glaube ich, nicht ziehen. Wieso ist das Loki ein Tinder-Profil, das von mir sein könnte mit so Game-Stats? Oh, man. Flavian, 20. Was andere über Flavian sagen? His hands feel great. Random cat from the street. Finde ich lustig. Ich dachte erst so, weiß ich nicht, ob das gut ist, dass andere Frauen deine Hände gut finden. Aber random cat from the street, hast wieder rausgeholt. Süß. Funniest guy I've ever met, Pete Davidson. Gut, ja. I don't know what to say about you, friend female. What a nice guy, Keanu Reeves. I would swipe right, Madison Beer. Gute Bio. Doch, ist lustig. Es sagt zwar nicht viel über ihn, aber es hat was trotzdem. Du, Flavian ripped, Alter. Sieht aus, als wäre er auf Madeira. Bisschen. This could be us, but you're still looking at my pictures. Doch, ich finde Flavians Profil, glaube ich, gut. Ich glaube, ich würde vielleicht zwei davon rausmachen. Maybe, aber das ist nur eine Possibility. Vielleicht kann Chat sagen, ob die es auch cooler fänden. Eventuell die beiden hier rausmachen und dann noch actually was über dich erzählen. So irgendwie dann noch so zwei Sätze zu dir. Marie, 21, ist ganz okay, meine Freundin. Fun Fact, ich kann Cold Mirrors Avengers Synchro mitsprechen. Ein Schwein. Fuck, 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 fuck. 1,78 Meter und dann noch Bier, Gym und ein Motorrad. Ich habe das so allmannmäßig ausgesprochen. Ein Motorrad. Aber auch sympathisches erstes Bild schon mal. Auch sympathisches zweites Bild. Auch sympathisches drittes Bild. Und noch ein Meme. I only worry about three things. Everything that happened, everything that is happening, everything that will happen. Ist es ein Meme? Ach so, ich verstehe es. Weil man sagt, man tut sich nur um drei Dinge worryen und dann worryt man doch über alles. Mediocre Meme, aber gutes Profil. Ich finde es mit der Cold Mirror Avengers Synchro finde ich lustig. Und das finde ich auch ein sehr cooles Bild, weil die Jacke so schön zum Hintergrund passt. Das sieht sehr cool aus. I like. Jule. Hübsches Bild, Jule. In Mönchengladbach 18. Jule 18. Chat, hört auf. Alle respektvoll sein. Aber cooler Style. Ich glaube, das kann man sehr objektiv so sagen. Cooler Style. Aber keine Bio, gar keine Bio, Jule, außer dein Instagram? Weiß ich nicht. Mit so einem Bild braucht man keine Bio, vielleicht. Aber gute Bilder hat sie auf jeden Fall drin. Man kriegt ihren Vibe und ich sage so, wie es ist. Ich glaube, Chat und ich, wir sind uns sehr einig. Das erste Bild ist absolut Banger. Outfit on point, Make-up on point, Frisur on point, Hintergrund mit Grün und Pflanze on point. Alles farblich on point. Gute Bild. Nächste. Tobi, 21. Keine gute Geschichte fängt an mit halt mal meinen frisch gepressten Orangensaft. Verstehe ich nicht, Tobi. Ich muss nur an Moneyboy Orangensaft denken. Tobi, ich bin verwirrt von deinem Profil. Weil man sieht hier, wie du aussiehst, aber falsch rum. Man sieht hier nicht, wie du aussiehst. Man sieht hier nur zu 3%, wie du aussiehst. Und hier sieht man deinen Hinterkopf. Deswegen würde ich, glaube ich, noch ein Bild reinmachen, in dem man dein Gesicht besser sieht. Vielleicht sucht er einen Friseur. Hey, so sehen meine Haare von hinten aus. So sehen meine Haare aus, wenn sie slightly nass sind. So sehen meine Haare von der Seite aus. Ich weiß nicht, was du empfehlen würdest für einen Schnitt. Nein, Tobi, wir suchen wahrscheinlich nach einem Freund oder einer Freundin. Aber deine Bio finde ich sehr verwirrend. Ich verstehe sie nicht. Sie ist sehr unaussagekräftig. Vielleicht bin ich auch einfach dumm und raff sie nicht. Aber ich verstehe sie nicht. Das Bild, an dem man dich noch am besten erkennt, ist das hier. Und da erkennt man dich schon sehr schlecht. Ich glaube, das mit dem Bild, da will ich noch mal ein bisschen überarbeiten. Harry! Süß, dass seine Farbe von seinem Ding hier zu seinen Haaren passt. Das finde ich sehr süß. Rainer Insta-Look. Bin auch guter Support. Unterm Schreibtisch. Actually, keine hohen Ansprüche. Kauf mir eine Flasche Wein, dann passt das schon. Spoiler für Fettphobik-Söhne. I'm obviously not skinny, so let me be. Rainer Insta-Log. Bin auch guter Support unterm Schreibtisch. Harry macht direkt Klartext. Mann, noch so ein Pipo-Bild mit rein. Oh, das ist auch ein lustiges Bild. Also man muss dazu sagen, Harry, du sprichst eine sehr konkrete Zielgruppe an. Allein von deiner Bio, weil ich glaube,
das hier raffen ja nur Leute, die Valorant spielen, ausschließlich. Für die Leute, die Valorant spielen oder Valorant kennen, ist das, glaube ich, ganz cool. Ich glaube, Leute, die keine Gamer sind, sind vielleicht so ein bisschen verwirrt instant. Not sure, though. Aber ich finde die Bilder, die du alle drin hast, süß. Ich finde Pipo sehr cool. Weiß nicht, ob ich Pipo in meine Tinder-Bio packen würde. Ich weiß auch nicht, ob ich als sehr großer Twitch-Fan, obviously, mir direkt denken würde, wow, diese Person mag also auch Twitch, wow, das ist unfassbar, yeah, cool. Und da würde ich mir denken, wieso ist da Pipo? I'm not sure. Aber das Bild finde ich sehr, sehr, sehr cool. Die anderen Bilder finde ich auch sehr cool. Ich finde deine Bilder sehr cool, Harry. Das waren alle Tinder-Bios von euch. Ein paar sind nicht drin, hat Wilbo gesagt, aus dem sehr einfachen Grund, dass manche Leute aus Versehen einfach nur Tinder.com reingeschrieben haben und nicht ihr Profil, sondern ausschließlich Tinder.com. Was sagt ihr, Chat? Waren eigentlich solche Profile, oder? Ich wünsche euch allen viel Erfolg auf Tinder, Chat. Schafft das.